Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. So, durch die gruselige Grundschule haben wir uns im letzten Part gekämpft. Also in diesem Part, was uns da erwartet, das will ich mir nicht mal vorstellen. Ich hoffe, keine Kinder mehr. Ich hasse Kinder. Zumindest als Zombies. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, dass Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Heilige Scheiße! Isaac! Es kommt zu Ihnen! Scheiße, wie setzt man noch mal ein Stasepack ein? Oh, alles in Ordnung, Isaac? Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tideman den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja. Die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Tideman hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Stross, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Stross muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Stross im Auge. Das fettes Vieh, das noch ein bisschen mehr bringen können, ey. Spinde, so wie ich das sehe. Die grase ich definitiv noch ab. Ja.
Okay. Stehe ja nicht auf, Süße. Jetzt tut sie es definitiv nicht mehr. Brauche ich keine Munition. Ich würde sagen, die Dinger kenne ich doch schon aus dem ersten Teil. Mehr Aufzüge. Klasse. Spätestens seit der Unitology Church wissen wir, Aufzüge sind auch nicht mehr sicher. Kapitel 7. Ellie! Was macht Strauss? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Okay, jetzt wird erstmal geshoppt. Flammenwerfer. Modernes Aufklärungsgewehr mit Präzisionszoom. So, 7 Knoten. Das war meine Überlebenschance jetzt nicht erhöht. So, maximale Leben, Freunde. Aber
Aber einen Energieknoten sollte man immer dabei haben. Was verkaufe ich dafür? Hab nichts zu mir verkaufen. Na gut. So, wir werfen einen Blick auf die Uhr. Wir haben noch locker Zeit. Dann wird dieser Speicherer den Part nicht beenden. Sorry, Kumpel. Vielleicht kann ich jedoch deine Dienste noch brauchen. Der Dockingpod befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingpod, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Ripperklingen. Oh, Energieknoten. Okay. Die Frage ist, was ist unsere Aufgabe bei der ganzen Sache?
Okay, ich habe relativ viel Lebensenergie. Ich habe mir ja gleich auch alles gekauft. Für diese Knoten waren es wert. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Tideman lässt uns hier sicher nicht einfach so walten, wie wir wollen. Hier drin wird es, glaube ich, gleich ungemütlich. Ah. Kolonie, der Saturn. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Wahrscheinlich passiert gleich irgendwas, so wie es natürlich klassisch für Dead Space ist. Wusste ich es? Ja, ich wusste es natürlich. Energiekanone. Schema erhalten. Die Frage ist nur, wie viel uns die noch bringt. So müssen wir echt aufpassen. Sind mir die Energieknoten nicht immer so wichtig? Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Wachmann Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich habe so die Befürchtung, dass Wachmann Howard Phillips nicht mehr kommen wird. Textlog. Persönliches Log Howard Phillips. Hey. Persönliches Log Howard Phillips, Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Anti behauptet, sie hätte keine Antwort auf meinen Versetzungsgesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort. Wie kann das sein?
Kommen sie überhaupt an? Liest überhaupt jemand? Ich gebe es ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine wahren Anforderungen autorisiert zu haben. Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's sein. Ja. Vögel sind verflogen. Der Howard, ein kleiner Vogelfetischist, hä? Gott, was hier wohl abgeht. Das sind... Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Das machen wir. Wir versuchen beim nächsten Mal einzudringen, denn wir sind wieder am Ende. Und ich hoffe, da seid ihr wieder am Start, wenn es wieder heißt, Let's Play Dead Space 2. Bis dahin, euer Max. Ciao, macht's gut, Freunde.